Supermicrocomputer kommt in den Nasdaq 100. Das ist wirklich ein Ritterschlag für die Aktie. Die sind ja vor kurzem erst in den S&P gekommen, sind jetzt gerade erst aus dem Russell 2000 ausgeschieden da im Rebalancing. Charttechnisch sieht das sehr, sehr spannend aus, was wir hier sehen momentan. Wir haben diese Begrenzung hier auf der Oberseite, die liegt ungefähr an diesem Niveau. Und wir sehen, dass wir hier in der letzten Zeit ziemlich klar steigende Tiefpunkte drin haben. Wir sehen also, dass ja übergeordnet ein neuer Aufwärtstrend versucht, sich hier zu etablieren. Wir können auf der Oberseite hier nochmal eine Trendlinie ziehen, dann sieht das Ganze so aus. Und deswegen sehen wir, wir haben hier so einen Bereich Cluster-Widerstand. Das ist ein recht starker, recht großer Bereich. Jetzt ist die Aktie vorbörslich, glaube ich, um etwas über 2% vorne, so 930, 935 Dollar, irgendwas in der Range. Wenn wir hier sehen, dass wir in Richtung 1000 laufen, dann könnte der Knoten platzen hier bei SMCI und wir könnten erstmal wieder Richtung 1100 gehen und dann im nächsten Schritt hier oben in Richtung 1200. Sehen wir also ganz gut. Ja, die Aktie hat hier so auf 100er Niveaus. Das ist jetzt hier das 900er Niveau. Wir sehen also im Prinzip so in 100er Schritten haben wir hier die großen Level. 900 Dollar, 1000, 1100, 1200. Ich denke nach wie vor, es ist eine Frage der Zeit, bis wir nach oben durchgehen. Wir haben unsere Kernpositionen hier in beiden Musterdepots noch drin. Sowohl bei Mahlzeit als auch bei Chartzeit. Wir fahren bei Chartzeit sogar auch noch eine Derivateposition. Und ja, von daher, ich denke, wir haben hier weiteres Upside-Potenzial und bin ganz gespannt, wie es hier weiterläuft. Aber die Neuaufnahme im Nasdaq 100, die ist natürlich super. Die ist auch gut für alle Nasdaq-Investoren, für alle, die den QQQ im Depot drin haben oder so. Denn da geht jetzt Walgreens Boots Alliance, die gehen dafür raus. Die haben auf Jahresbasis 60% Minus. SMCI hat rund 200% Plus im letzten Jahr. Also da geht es dann doch deutlich dynamischer zur Sache. Und das ist eben die Standardgeschichte. Es werden die Werte rausgenommen, die nicht so gut laufen. Es werden die reingesetzt, die gut laufen. Und schon alleine deswegen hat man typischerweise in diesen Indexfonds langfristig eine gute Performance, weil eben immer wieder dieses Rebalancing gemacht wird und geguckt wird, wer kommt da rein, wer fliegt da raus. Supermicrocomputer kommt jetzt rein und das ist ein Positivpunkt.